Okay, wir fangen gerade dort mal an. He? Eins, zwei. I won't ever wanna drink again. Chorwiegend, warum? Zum Gutwerden, zum Routine bekommen, zum einander kennenlernen, zum miteinander ganz viel Spass haben. Das steht im Vordergrund. Das ist anders als normale Probe jetzt so einem Chorweekend. Du kannst dranbleiben, du hast natürlich du hast den ganzen Tag Zeit. Und erstens ist die Energie einfach von am Morgen bis am Abend da und du kommst nicht am Abend, am Montag vom Arbeiten und musst erst einmal ankommen und dann hast du den ganzen Stress noch, sondern du bist entspannt, solltest entspannt sein. Du kannst wirklich dranbleiben, wir können an einem Stück wirklich arbeiten und es ist viel produktiver natürlich. I didn't get a lot in plans. Hurensei oder anders gefragt, das Programm oder die Lieder? Nein, die Lieder natürlich. Daniel und ich, wir gehen einfach auf die Suche, jeweils für das Repertoire und spielen uns dann die Songs vor und versuchen dann auch dementsprechend die richtigen Arrangements zu finden. Es ist oft sehr schwierig, wenn man einen Song im Radio hört, der auch so in dem Arrangement für einen vierstimmigen Chor zu finden. Und dann haben wir gemerkt, als wir so die Lieder angeschaut haben, oh, das ist ja alles so ein bisschen im Bereich Love. Und haben dann das Motto gewählt, All You Need Is Love. Und zudem haben wir dann ein paar weitere Songs gesucht. Und unterdessen haben wir so viele Songs, die uns gefallen, dass wir schon wieder einzeln haben müssen rausschmeissen. Sonst geht es dann den ganzen Abend bis um 12 Uhr. Das Miteinander-Sein, das steht natürlich total im Vordergrund. Das heisst, es gibt auch Programme zum Teambildung machen. Wir haben eine Sängerin im Sopran, das ist Michi, sie ist super. Sie macht das einmal mega gut, sie macht so ein Aufwärmtraining, wo es einmal wirklich darum geht, einander besser kennenzulernen, miteinander etwas zu machen, miteinander können lachen, übereinander lachen, über sich selber lachen. Ja, wir machen so ein Leiterli-Spiel zum Einsteigen in den Tag und um ein paar Sachen über den Chor zu erfahren. Die Frage Nummer 7, ja. 29. März. Sehr gut. Wir haben jetzt heute eine kennengelernt, die mit uns Choreografie macht und sind alle begeistert. Es wird Spass machen, dass wir uns zu der Musik auch noch bewegen können. Ist das schwierig, um so eine Choreografie zu finden? Ja, es gibt schon Momente, wo man so einfach ein bisschen arg im Kopf ist und wo man denkt, oh nein, was könnte ich jetzt machen? Und da muss man eigentlich am besten rausgehen und dann irgendwie noch was anderes machen und dann wieder wie intuitiv reinkommen. Hey, super! Super geht's. Die Koordination noch nicht so perfekt, aber wir sind da, wir schaffen. Perfekt. Kannst du es? Ja, ja. Wie? Gut, in Schweizer Bitzeli. Ja, für mich war das erste Mal so mit einer großen Gruppe und ich war total überrascht, was für ein Sog da hinter mir ist und wie die Stimmung gut ist und wie ich wirklich gespürt habe, die sind alle so dabei. Ja, mir hat total Spaß gemacht und ich hoffe Ihnen auch. I'm the king of the swingers of the jungle VIP. I reach the top and I have to stop. That's what's bothering me. I wanna be a man, man cup, and stroll right into town. And be just like those other men. I'm tired of monkeying around. Oh, whoopie-doo, whoop-dee-doo. I wanna be like you. Whoop-dee-doo-wee-doo-wah. I wanna walk like you. Ching-talk like you. Ching-doo. You see, it's true. Ching-doo.
like me can learn to be like you do. Oh, shoot, doop, 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 doobie, doobie, doo. Me and you. Me and you, you and me, shoot, doop, doobie, doo. Hey, don't try to keep me, man, cop. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dreams come true. Now give me the secret, man, cop, come on. Leave me what to do. Give me the fire of man's red flower so I can be like you. Shibbly bop, shibbly doo dee dee day. Skibbly bop, dip. Hey buddy, if you wanna be like me, I wanna be like you too. Me and you, you and me, shoop shoop shoobidoo. Hey, I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I reach the top and I had to stop, that's what's bothering me. I wanna be a man, man cup, and stroll right into town. Bräuchte noch zwei Monate mehr. Aber es ist immer so. Ja, wir haben noch einiges zu tun. Also die Choreografie, die haben es in sich. Man merkt halt, wenn man zwei Sachen gleichzeitig machen muss, bewegen und singen, dann schwächelt immer das eine. Und im Moment wechselt es ein bisschen ab. Wenn sie nur singen, tun sie den Gesang super. Und wenn sie nur Choreo machen, ist die Choreo super. Aber beides geht noch nicht so ganz. Es wird noch mal hart die nächsten 3, 4, 5 Wochen. Und die Leute wünschten sich nie, in den Chor beitreten zu sein. Das war letztes Mal auch so vor dem Konzert, dass wir noch einiges zu tun hatten. Und die Leute klüben sich dann auch in den Hinter und geben noch mal richtig Gas aufs Konzert. I sit and wait, does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we pray and I'm
I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street. I look above and I know I'll always be blessed with love. Mit diesen Podesten. Also, es ist ganz lässig, wie das jetzt alles zusammenkommt. Es ist noch ein bisschen ungewohnt, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Es ist ein bisschen ein Chaos zum Teil. Das läuft vorwärts, aber ein bisschen anstrengend. Wir sind gerade ein bisschen in der Pause. Und eigentlich möchte ich jetzt gar nichts sagen und lieber Schokostängel essen, weil man hat es verdient. Cool, ich finde es anstrengend, aber es läuft eigentlich und ich finde es gut. Also mir gefällt es. Ich bin aufgestellt. Ja, noch erstaunlich gut. Und ich habe mir das Chaotische vorgestellt. Also ich hatte ein bisschen Angst. Ich finde es sehr spannend, kurzwillig. Geht schnell vorbei, ist aber auch ein bisschen anstrengend. Wir sind froh, dass wir mal 10 Minuten Pause haben können. Um schnell mal durchzuschnaufen, etwas trinken, etwas Kleines zu essen. Und dann ja, geht es wohl wieder weiter. Einfach, wenn das nachher nicht so versteht, das tut mir leid. Bis an der nächsten Probe spätestens haben wir die Headset. Aber weil wir den nicht auf den Kanal hätten können einbringen können, spielt es nicht so einen Ruckel. Also wir reden einfach das durchreden, aber ihr versteht vielleicht das Textliche nicht. Meinst du nicht, es ist ein bisschen viel verlangt, von so einem Prinz das ganze Leben mit dir zu verbringen? Wie meinst du das? Ich meine ja nur,
Ich fände es irgendwie besser, wenn du dem Typ keinen zeitlichen Raum vorschreiben würdest. Es ist eh modern, einen Lebensabschnittspartner haben und nicht ein Mann fürs Leben. Nein, also wirklich, Evi. Mach doch nicht immer so ein Zeug. Als ich noch klein war, hat mir meine Mami immer gesagt, ich muss mir keine Sorgen machen, es habe noch meine Mutter einen hübschen Sohn. Du bist eine Chance. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was hat denn meine Situation mit der von einer pubertierenden Mädchen zu tun? Ich bin 32. Die rosa-rote Träume habe ich wirklich etwas hinter mir. Ich will endlich einen Mann, so einen richtig guten Typ, einiges Leben. Verstehst du? Einer, der zu mir hebt und sich vorstellen kann, das mit mir zu verbringen. Von wegen rosa-rote Träume. Meinst du nicht, es ist ein bisschen viel verlangt von so einem Prinz, das ganze Leben mit dir zu verbringen? Wie meinst du das? Ich meine ja nur, ich fände es irgendwie besser, wenn du dem Typ keinen zeitlichen Rahmen vorschreiben würdest. Und wie stellst du das vor, wenn wir Kinder haben? Soll ich denen dann sagen, darf ich vorstellen? Das ist euer Lebensabschnitt, Papi oder was? Kind? Um Gottes Willen, Kind, du hast noch nie etwas von Kind gesagt. Bald hast du so Stimmungsausbrüche und schweißige Hände. Kind! Du hast ja nicht mal einen richtigen Mann gefunden. Eben! Was eben? Dann mach doch etwas. Mach doch etwas. Was so einfach wäre. Wie wär's mit deiner Anzeige? Also wie kommt's noch? Hast du mal gesehen, was da alles für ein Brunz drinsteht? Ich meine ja auch nicht eine Antwort geben auf eine Anzeige, sondern selber eine schreiben. Ich meine es nicht recht. Doch, jetzt suchen wir mal für dich einen perfekten Namen und dann probieren wir es mal. Wie wär's mit Traumfrau? Traumfrau. Und wie bitte soll ich mich rechtfertigen, wenn der Typ mich das erste Mal sieht? Also dein Selbstvertrauen ist wirklich zum Brüllen. Meinst du eigentlich, wenn einer schreibt, Teddybär sucht süße Maus, hockt ein Grizzly an der Bar? Wenn ein Mann sich drauf und dran ist, sich in dich zu verlieben, dann sieht er eh noch deine zauberhaften Augen. Obwohl deine Augen sind gar nicht so zauberhaft. Das Wichtigste ist aber, du tust so, als hättest du zauberhafte Augen und er es auch noch glaubt. Süße Maus mit zauberhaften Augen sucht Mann für einen Lebensabschnitt. Also nach meiner Erfahrung haben wir die Männer wie Kinder mein Gülli anstatt mir in die Augen zu schauen. Also wenn schon, dann sollten meine guten Eigenschaften auch erwähnt werden. Du sagst eigentlich, ich sei so eine gutherzige und liebenswürdige Inzucht. Gut, wie du willst, aber ich glaube, ein Mann sucht eher eine Wildkette, statt eine handzahme Blindschleiche. Wildkatze? Das wäre etwas. Eine scharfe Wildkatze mit zauberhaften Augen sucht einen Mann für einen Lebensabschnitt. Siehst du, geht ja. Und was für einen Typ hast du dir so vorgestellt? Gross, schlank, muskulös. Haar? Ja, so ein bisschen gut. Natürlich mit Haar. Ich meine ja auch nicht mit oder ohne, sondern was für dich? Lange, blonde, kurze Frisuri. Mhm. Ich glaube, es müsste eher ein dunkler Typ sein. Dunkle Haar. So ein südländischer. Aber also am Körper sollte man doch kein Haar haben. Es wirkt so ein bisschen tierisch. Dann schreibt man doch einfach, südländischer Typ, wenig behaart. Warte mal, das mit dem südländischen Typ ist mir irgendwie doch ein bisschen zu heikel. Schreib lieber dunkle Haar. Und beim Alter sagen wir so zwischen 30 und 40. Okay, also schaffe dir gerade seine zauberhaften Augen. Sucht man mit dunklen Haaren, Alter 30 bis 40. Fertig. Ich weiß nicht recht. Jetzt tu doch nicht so verklemmt, Gottfried. Also jetzt gehen wir in Kontakt ein, Wildkatze und tschüss. Und vergiss nicht,
wenn sie zum ersten D kommt. High Heels, lässt sie vom Blick, wunderbar und hilft schon. Alles klar? Ja, ja. Sagt der Nummer 1, gib mir auf. Billy, du solltest dich etwas cooler anlegen und den Blick zielgerichtet einsetzen. Wie meinst du das? Ja, ich nicht sagen. Du solltest dich von deinem Banker drauf trennen. Ein bisschen saloppere Anlegung. Farbiger, sportlicher. Ja, vielleicht mal einen Schal statt der Krawatte, oder? Und überhaupt. Brennige Socken, angesagte Schuhe. Sonnenbrille ins Haar. Ja, was heisst. Was heisst Blick zielgerichtet einsetzen? Komm, ich zeig dir, was ich meine. Stand noch da rüber. So. Und jetzt stellst du dir vor, du wärst eine Singlefrau, die gerade den Eisprung hat. Ja, hey, du musst schon ein bisschen mitmachen, ein bisschen reagieren. Und kannst du mir sagen, wie sich Mann fühlt, wenn die Frau gerade einen Eisprung hat? Klaus, eine Singlefrau, die gerade den Eisprung hat, die schaut ganz anders. Zuerst lüstern, dann verlegen, geheimnisvoll und dann schlägst du zu. Also komm nochmal. Nein, ich habe gar nicht lüstern schauen. Und zweitens ist ein Anblick, weiss Gott, nicht gerade stimulieren. Ja, schon gut. Lieblingsabbruch. Und zeig mal die Zeitung da. Wir suchen dir jetzt ein Biest. Eins, das für alles zu haben ist. Das ist also nicht bei. Annonce da rein. Und dann die. Ah, da geht's. Da haben wir doch schon etwas. Kokos. Latina möchte süßen Latino kennenlernen. Beso. Oder da. Kaffee. Liebst du die Natur und magst du die verspielte Zweisamkeit? Süßer Boy sucht Mannfüßle. Oh, sorry. Bei der Rubrik verrutscht. Da, jetzt habe ich sie die ultimative Herausforderung. Wildkatze. Scharfe Wildkatze im besten Alter. Mit zauberhaften Augen sucht Mann mit dunklen Haaren. Wenn möglich mit Sixpack und knackigem Po. Ja, ja. Für einen Lebensabschnitt, Alter 30 bis 40. Da haben wir es doch. Ja, es war schon etwas. Aber weißt du, ich bin 52, nicht 42. Ja, aber du benimmst dich zwischen 30 und 40. Das ist das Entscheidende. So, du jetzt nicht zu sagen, dann schreib etwas nicht. Komm da. Nein, komm, schreib du. Du kannst es viel besser. Also gut. Hallo, Wildkatze. Bin genau der wilde Kater, den du suchst. Bin anschmiegsam. Und abenteuerlustig. Abenteuerlustig. Finanziell unabhängig. Und voller Tatendrang. Dein Sitzpinkler. Arschloch. Arschloch. Halt, halt! Mach einen Scheiß. Schreib. Lustbar. Hey, man. Frauen lieben Sitzpinkler. Die haben, denke ich, im Bus halt weniger zu tun. Na dann halt. Lustbrallen. Gut. Hol sie dir. Mit deinem unwiderstehlichen Blick. Und, kein Krawatte, gell? Oh! Ciao, Philipp. Ciao. I'm
make you go to rehab. And I said, no, 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 no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no, no. Entschuldigung, ist der noch frei? Ja, also ich warte noch auf jemanden. Ich habe abgemacht. Haben Sie eine Anzeige aufgegeben? Also, ja. Haben Sie auf eine Anzeige Antwort gegeben? Ja, dann haben wir quasi miteinander abgemacht. Darf ich? Ich bin der Blues Brother.
heisse aber eigentlich Philipp. 1L und 2P. Ich dachte doch, du sagen. Ich bin Evi. Das mit der Wildkatze war dann nicht meine Idee. Sind Sie, also, bist du immer so lustig angelegt? Nicht immer, aber manchmal. Gefällt es Ihnen? Also dir? Es ist originell. Ja, es war auch nicht meine Idee. Es hat sich einfach so ergeben. Ist ja lustig. Wem seine Idee ist dann gewesen? Ja, ein Kollege und ich, wir haben mal so beiläufig alle schrägen Annoncen gelesen. Und uns darüber lustig gemacht. Wie meinst du, darüber lustig gemacht? Ja, wir haben uns so vorgestellt, was da alles so zusammengelogen wird. Das sind alle so attraktiv, gescheit, reich. Ja, nehmt uns mal Wunder, wie es wirklich ist, haben wir gedacht. Ja, und dann ist plötzlich die Idee entstanden, wir können mal zurückschreiben. Aber das mit den bösen Käferli und Flümli und so, haben wir gefunden, passt eher nicht so zu uns. Ja, und so ist dann die Idee mit dem Plusblogger entstanden. Ja, und dann haben wir wahrscheinlich noch gelöst, wer muss kommen, oder was? Ja, nein, so ist das schon nicht gewesen. Ich habe meinem Kollegen gesagt, wenn es etwas daraus wird mit dem Date, dann darf natürlich der gehen, der es geschrieben hat. Ja, und so bin ich da. Und? Weißt du es wirklich? Also deine Augen sind zauberhaft. Aber versteckt sich da wirklich eine Wildkatze dahinter? Ich meine, ist also, das in Ra- was verstehst du so unter Abenteuerlustig? Oder ist es auch dein Kollege seine Idee gewesen? Da hast du, glaube ich, etwas falsch verstanden. Ich bin eher der häusliche Typ. Ich habe es gar nicht so gerne zu fest aufgeregt. Dann stimmt deine Antwort also auch nicht so haargenau. Wieso auch? Ja, eben der mit der Wildkatze. Wenn ich ehrlich bin, ich habe es auch immer ganz gerne ruhig und bin nicht so ein Ausgangsjunkie. Könntest du mal deinen Hut anziehen? Oh, sorry, ich habe noch Haare, falls das meinst. Ich habe immer das Gefühl, Männer mit Hut, wir haben etwas zu verstecken. So gefällt es mir besser. Also ehrlich gesagt habe ich gar nie einen Hut an. Weißt, zum Arbeiten muss ich immer einen Anzug und Krawatte anhaben und so bin ich halt in der Freizeit am wohlsten in Jeans und T-Shirt. Ist ja witzig. Ich habe gerne Männer mit Krawatten. Die wirken irgendwie so seriös. Ich verrate jetzt auch etwas. Die Stügelschuhe, die habe ich ausgelehnt. Und mit den Füßen sitzen wie. Dann zieh sie doch ab! Und die da innen, die das stört, sind selber schuld. Weißt du was, Philipp? Ich fühle mich da irgendwie nicht so wohl. Komm, wir gehen an einen diskreteren Ort. Wo uns nicht 200 Paar Augen an den Lippen kleben, um herauszufinden, ob wir uns sympathisch sind oder nicht. Einverstanden. Aber unter drei Bedingungen. Erstens kein Stöckis, zweitens kein Hut und drittens kein Bluesbrot. Und kein Wildkatz. Einverstanden. Du hast einfach ein bisschen anzeigen, dann komme ich aufs B. Hallo,
so fast wie Abstand nehmen. Ja, ja. Schauen und dann so näher. Haben wir jetzt wirklich viel Tür, Kopfdeckel? Stand by.
so won't you, won't you stand by me? Whoa, stand by me. Whoa. Ja, das gerne. Hast du mir noch mal eine? Ja, und einen Moment. Kannst du dich jetzt noch bewegen? Ja, wunderbar. Oh,
nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can see, but you can see how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do, but you can be a time of time. It's easy. Every day of my life, I walk till I ache.